wisst ihr was? Ich weiß, ich bin nicht gerade bekannt für kurze Reviews und ich glaube, wenn ihr auf die Laufzeit von diesem Video blickt, merkt ihr, er hat's wieder mal nicht geschafft. Aber dabei wäre es bei Trolls so einfach. Für das Review bräuchte ich einfach nur genau 3 Finger. Oder, um es noch einfacher zu machen, ich brauche eigentlich sogar nur einen Finger. Beziehungsweise, wenn ich mir das jetzt so richtig überlege, würde ich nur einen anderen Finger brauchen, den ich den Machern von diesem Film gerne zeigen würde. Dabei hätte alles so gut laufen können. Ein Film darüber, wie sich Leute auf YouTube verhalten. Leute so sympathisch wie ein Haufen Elefantendung. Stattdessen bekommen wir kitschig knuffige Fabelwesen. So sympathisch wie ein Haufen Elefantendung in einem Film, der nicht unbedingt ganz dessen Unterhaltungswert erreichen kann. Ja, es ist Weihnachten. Es ist die fröhlichste Zeit des Jahres. Die Zeit, in der man sich wahrscheinlich am liebsten den Lauf einer Beretta in den Rachen schiebt oder vielleicht einfach als Ausgleichsbeschäftigung einen Film im Kino gönnt. Ihr wisst schon, was Nettes, was Besinnliches und was Fröhliches. Und stattdessen möchte man einfach spätestens 5 Minuten nach dem Beginn des Films mit Lionels Rasenmäher aus Braindead durch Trollhausen fahren oder irgendwie Malcolm McDowells riesigen Frisurmähdrescher ausprobieren. Und es sagt wirklich noch einer, dass Horrorfilme aggressiv machen. Trolls ist, finde ich, einfach das perfekte Gegenbeispiel. Während Kettensägenmassaker auf viele Leute eine schon fast entspannende Wirkung haben, sehen wir hier einen Film, der einem auf seine unerträglich überfröhliche Art die Grausbirnen aufsteigen lässt und irgendwie einfach nur den Wunsch zurücklässt, sich einen steifen, eiskalten Glitzertroll auf den Weihnachtsbaum zu hängen und diesen dann lächelnd ins Krematorium zu schieben. Und da sagt mir jetzt nicht, dass das Ganze hier und heute keine Weihnachtsepisode ist. Immerhin glaubt ihr ganz im Ernst, dass ich sowas freiwillig zu Hause aufhängen würde. Ja, es gibt einfach Leute, die müssen sich fürs Team opfern. Und ich weiß, ich habe 2016 Mail nach Mail nach Mail bekommen. Mach doch mal wieder einen Zocki-Platz der Kragen. Zocki, du bist so glücklich in deinen Blu-Ray-Checks. Tolle Sachen hast du dir gekauft. Magst du nicht einmal wieder am liebsten direkt nach dem Film schauen, aus dem Fenster springen? Und ja, ich mag! Was anderes machen, als noch einmal an Trolls denken müssen, weil ganz ehrlich. Ich meine, okay, ihr müsst nicht jetzt einfach mein Wort akzeptieren, es ist die unerbittliche Tatsache, die es ist. Stattdessen blicken wir vielleicht einfach einmal direkt in den Film hinein. Trolls beginnt damit mit der eindeutig besten Sache am Film, dem 20th Century Fox Logo, believe me, it's all downhill from there, weil gleich danach werden wir relativ unsanft geweckt. Aber nicht nur wir, sondern auch der König der Bergen. Jenen mystischen Wesen, deren Bauchnabel auch meist auf einem relativ hohen Berg anzutreffen ist. Dessen Sohn schreit, zwickt ihn, reißt ihm nachher noch die Brusthaare raus, so wie alle Väter höchstwahrscheinlich relativ gerne geweckt werden. Und statt, dass er ihm dafür gerechtfertigterweise den Frühstückstisch hier direkt aus dem Kochtopf in den undankbaren Schlund schüttet, freut er sich. Immerhin ist doch heute Trolltag. Ganz ehrlich, für mich war gestern Trolltag und ich weiß noch immer nicht, dass ich mich darüber freuen hätte sollen. Für die Bergen ist der Trolltag aber etwas ganz Besonderes. Vielleicht, weil sich die ganzen anderen Filmkritiker, so wie ich, trollen oder ich weiß es nicht, sie verfassen alle gemeinsam Kommentare auf Facebook und dann freuen sie sich. Ich habe was Lustiges gemacht. Nein, hast du nicht. Einmal im Jahr versammeln sich die Bergen nämlich am sogenannten Trollbaum und pflücken sich reife Trolle für ein Festessen und immerhin sorgt dann das Verspeisen dieser Glücklichmacher dazu, dass auch die Bergen plötzlich alle glücklich sind. Ja, Leute, die sich um eine Pflanze versammeln, um davon glücklich zu werden. Wenn das einmal Hollywoods Dopingbehörde erfährt. Und dabei bin ich ehrlich gesagt der festen Überzeugung, dass vergleichbare Stoffe
direkt etwas mit der Entstehung dieses Films zu tun haben könnten. Trolls läuft mittlerweile erst seit 2 Minuten und ich hab nur wirklich, also ganz, ganz kleine, unbedeutende Fragen an den Film, die ich vielleicht irgendwie ganz gerne beantwortet hätte. Erstens, Trolle sind keine Früchte. Was zum Teufel machen die in einem Baum? Zweitens, wenn die Trolle wissen, dass sie einmal im Jahr zum Festmahl gemacht werden, warum flüchten sie nicht? Vor allem, wenn die Gitter, die um diesen Baum herum gespannt und gemacht sind, ungefähr so weit auseinander sind, dass sogar Ottfried Fischer durch Lambada tanzen kann. Nein, dieses Gitter ist bestenfalls dafür da, dass die Bergen irgendwie abgehalten werden und die sind dafür aber so groß, dass sie einfach nur nach oben greifen und sich dort einen Troll pflücken müssen. Außerdem, was ich auch nicht ganz verstehe, ist, wieso ist in der Mitte von diesem Baum ein Loch, das direkt aus der Stadt nach draußen führt. Und warum? Wenn diese Trolle jetzt alle so glücklich machen, warum essen sie die Bergen dann nur einmal im Jahr und nicht mehr oder weniger öfter? Außerdem, apropos Bergen und Essen, wenn die Bergen eigentlich den ganzen Film hindurch nur von dem Essen von Trollen einmal im Jahr reden und man sie sonst nie, aber auch kein einziges Mal irgendetwas essen sieht, warum sind sie dann so fett? Und zwar alle miteinander. Ich rede jetzt natürlich nicht vom König, der den ganzen Tag bei seinem riesigen Bankett sitzt, wo, keine Ahnung, Kentucky Fried Chicken in Angst erblasst jedes Mal, wenn er das Telefon in die Hand nimmt oder nur ansatzweise eine Bestellung durchgeben will, wo er irgendwann einmal sagt, Domino's Pizza, was hätten Sie gerne? Was haben Sie denn am Menü? Jo, passt. Dankeschön. Duck. Nein, ich weiß es nicht. Soll das gehen? Und vor allem ganz ehrlich, einmal im Jahr essen sie diese Trolle. Und diese Trolle, könnte man sagen, bestehen ungefähr zu 80% aus Frisur, 20% aus Knochen und der ganze Rest hat dann vielleicht noch 5 Kalorien. Außer wir rechnen natürlich den ganzen Schmalz dazu, den sie dem Publikum ins Gesicht werfen und damit könnte man tatsächlich wahrscheinlich für ein ganzes Jahr satt werden. Trolle sind aber offensichtlich Handwerkerkönige, denn diesmal haben sie Figuren von sich geschnitzt und haben die statt sich selbst auf den Baum aufgehängt. Apropos Trolle am Baum aufhängen, da kommt etwas auf meine persönliche Weihnachtswunschliste. Was ich ehrlich gesagt nicht verstehe, ist, wenn sie in diesem Jahr, warum auch immer erst in diesem Jahr, auf die Idee kommen, dass sie aus Berghausen flüchten wollen, warum flüchten sie dann nicht einfach und nehmen sich vorher noch die Zeit, irgendwelche kleinen Figürchen, nämlich mit relativ feinen Details noch zu schnitzen und ihnen zurückzulassen. Würde es da nicht reichen, einfach eine abgetrennte Trollhand wie Deadpool aufzuhängen? Ich weiß es nicht. Das Einzige übrigens, die Trolle flüchten durch diesen Untergrundtunnel. Das Einzige, das sie dabei opfern müssen, weil der König läuft immer nach, kein Troll bleibt zurück, kein Troll bleibt zurück. Ähnlich wie Mel Gibson in Braveheart ist das Einzige, das geopfert werden muss, die Würde des Publikums und die Unterhose des Königs, weil wir schauen ja einen Film für kleine Kinder und Unterhosen sind unglaublich lustig. Der König hat's aber im Endeffekt natürlich geschafft, hat alle retten können und tritt dann vor sein gerettetes Volk. Nackt. Anthony, we can see your wiener. Und vor allem, was ich mich wundere, warum ist ein nackter Trollhintern für die MPAA überhaupt kein Problem? Ach, Kinderfreigabe, tschuck! Mein, ganz ehrlich, okay, vielleicht haben sie auch einfach gewusst, dass nach 10 Minuten von dem Film eh schon niemand mehr im Kino sitzt. Ich weiß es nicht. Dann hätte man aber womöglich einfach auf eine remasterte Version von Braindead schalten können. Das hätte mich zumindest eher erfreut. Die Trolls bauen sich natürlich eine neue Stadt, ungefähr 50 Meter von Berghausen entfernt. Das ist wahnsinnig clever. Mindestens genauso clever wie die Tatsache, dass sie das 20-jährige Jubiläum ihrer Befreiung aus Berghausen mit einem riesigen, schillernden, schallenden, lauten Fest feiern. Ist das nicht toll? Das ist fast so, wie wenn ich mich von meinem Nachbarn verstecken müsste und hier anfange, Videos zu machen. Das Einzige, die Trolls kuscheln nicht nur die ganze Zeit und das ist irgendwie etwas, ich weiß nicht, wie es euch geht. Jedes Mal, wenn die Trolle das Wort Kuschelzeit erwähnt haben, haben sich mir so ein klein wenig die Nackenhaare aufgestellt, weil immerhin haben die Trolls so eine Art Kuscheluhr umgehängt. Das ist so eine komische, bunte Blume. Irgendwann einmal geht die dann auf, macht
Bling! Und dann müssen sie alle kuscheln und sich umarmen. Ich weiß nicht, inwiefern diese Umarmung dann jugendfrei bleibt, aber schauen wir mal und hoffen wir im Endeffekt auf das Beste. Vielleicht bekommen wir in dem Film Trolls ja auch noch einmal die Unterhaltung zu hören. Entschuldigung, warum liegt denn da hinten Stroh? Kuschelzeit! Anyways, wir haben nicht nur die Kuschelzeit, wir haben nicht nur gesungen und getanzt, zumindest Sachen, die artverwandt damit sind. Nein, wir machen auch noch ein riesiges Feuerwerk, das dann den Umriss eines Trolls in den Himmel schießt. 50 Meter von Berghausen entfernt. War womöglich nicht das Cleverste, was die Trolls machen mussten, machen konnten, weil ich muss an der Stelle, ich bin ja einfach der Bösewicht, der immer die Fragen stellen muss, aber eine kleine Frage brennt mir ein bisschen auf der Zunge, die muss ich jetzt an der Stelle unbedingt noch in Richtung von den Trolls stellen. Wie kann man nur so blöd sein? Hat's euch komplett wo reingeredet? Oder ist es 50 Meter von denen entfernt? Feuerwerk, singen, tanzen, Euer! Wollt ihr gefressen werden? Es ist überhaupt kein Problem. Irgendwo beim nächsten Asiaschuppen in Berghausen ist sicher noch ein Platz im Running Sushi frei. Aber ganz ehrlich, leg dich einfach freiwillig drauf. Und erspar mir, dass ich dir dabei zuschauen muss. 90 Minuten lang! Weil was passiert? Das komplette Volk der Trolls wird fast ausgerottet und der Rest kommt nicht einmal auf die Idee, dass er weiter wegzieht oder irgendwie ansatzweise versucht, sich ruhig zu verhalten. Das ist fast so, wie wenn ein Döner aus meinem Kühlschrank schreit, Zocki, hast du eh nicht vergessen, dass ich da unten bin? Oh, ja, ich hatte... Schmatz, ja, ganz ehrlich, das ist irgendwie so unauffällig wie jemand, der sich jetzt in der Punschzeit bei der Alkoholkontrolle versucht, einen Schluck aus dem Alkomaten zu nehmen. Und nur ein einziger Troll entzieht sich diesem ganzen Wahnsinn. Muffi Schlumpf quasi, der hat sich so einen eigenen kleinen Atomschutzbunker gebaut, der ist praktisch ausgestattet mit einem Mini-Türgucker direkt in der Fußmatte. Keine Ahnung, offensichtlich um den Trolldamen die anklopfen, dabei unter den Rock schauen zu können. Wobei, nachdem die Viecher offensichtlich sowieso ein Faible für FKK haben, ist es auch schon relativ wurscht. Natürlich sieht das Ganze, die Chefköchin kommt bei den Trolls vorbei und schnappt sich ein paar von ihnen. Wurde sie doch nach dem Missgeschick am Anfang des Films aus Berghausen verbannt, ähnlich wahrscheinlich wie die Macher von Trolls nach diesem Missgeschick aus Hollywood verbannt werden. Ihr werdet übrigens nie erraten, was die Trolle machen, nachdem sie von der bösen bergischen Chefköchin gefangen und in ihre miefige Bauchtasche getrommelt worden sind. Na? Richtig! Singen! What? Die Trolle singen einfach ihrem eigenen Untergang entgegen, keine Ahnung, so wie die Acapulco-Band auf der Titanic, nur Poppy. Und nein, das ist an der Stelle übrigens kein Spitzname für eine Prostituierte aus The Wolf Among Us, sondern die Tochter des Trollkönigs. Die kann sich zu Branch, eben dem wirklichen Namen von Muffi Schlumpf, retten. Übrigens, ihr werdet an der Stelle nie erraten, was Poppy macht, nachdem alle ihre Freunde durch lautes Singen gefangen genommen und gefunden wurden. Richtig! Herumlaufen! Tanzen und singen! Ganz ehrlich, der Film hat eine Soundtrackliste länger als mein Vorstrafenregister, wenn ich noch mehr als 10 Minuten von dem Dreck ertragen muss. Und dabei, während dieser einen Gesangsmontage, oh, Alter, meine Freunde sind fast tot. Ich würde sie jetzt retten können, aber stattdessen singe ich und werde vielleicht auch noch gefangen und bin dann auch fast tot. Lalala. Keine Ahnung. Und währenddessen stirbt sie dann noch fast 5-mal. Passt ja irgendwie auch perfekt zum Song, beziehungsweise das, was ich an der Stelle ganz gerne machen würde. Weil als Teil ihrer Choreografie versteckt sie sich zum Beispiel in einer fleischfressenden Pflanze, stürzt irgendwo runter, begegnet irgendwelchen riesigen Giftspinnen und ich stehe die ganze Zeit immer nur dabei und mir, ja, Spinne, Spinne, Spinne. Weil vor allem bis zu diesem Zeitpunkt weiß ich in dem Film eigentlich noch gar nicht, zu wem ich halten soll. Das ist irgendwie der
schöne Punkte. Der Film beginnt mit den Bergen. Die Bergen sind ein trauriges, unglückliches Volk und das Verspeisen von so einfachen kleinen Trollteilen macht sie glücklich. Ich will auch, dass die Bergen glücklich sind. Die singen zumindest nicht. So viel. Auf jeden Fall ist diese gesamte Szene, in der Poppy singend und tanzend durch die Landschaft watschelt, sowieso nur da, um das debile Publikum mit coolen 3D-Effekten zu unterhalten. Weil Schlangen, die in Richtung vom Bildschirm gehen, sind ja etwas, das man de facto bislang sicher noch nicht in mehr als 40 Milliarden Filmen gesehen hat. Das Ganze ist für mich ähnlich, als würde man mit Autoschlüsseln vor dem Kopf eines Babys herumwachteln und ihm dabei Justin Biebers Weihnachts-CD vorspielen. Und Glaubt mir, ihr könnt euch an der Stelle glücklich schätzen, dass ihr diese Szene nur erzählt bekommt. Ich musste nämlich nicht nur die Musik dazu, sondern auch noch den gesungenen Text ertragen. Und Lena Meyer-Landrut Satellite war spätestens so lange unerträglich und nervig, bis ihr diesen Rotz gehört habt, den sie in diesem Film von sich geben muss. Mit Zeilen wie, ich bin so cool wie eine Schachtel Pfefferminz. Nope. Du bist so cool wie ein Toaster in der Badewanne. Danach zwingt sie dann auch noch Branch, also quasi Muffi Schlumpf, sie zu begleiten. Übrigens, Poppy, Nötigung ist strafbar, nur falls du das noch nicht gewusst hast. Und zwingt uns natürlich noch weiter dabei zuzusehen. Beispielsweise, wie sie dann eine Wolke treffen. Yep, ich hab... keinen Kommentar dazu. Und die Wolke dann noch von ihnen verlangt, dass sie ihr ein High Five geben. Das Einzige, was ich ganz ehrlich gerade brauche bei der Szene, sind Five Highs. Branch macht an der Stelle das einzig Richtige. Er nimmt sich einen Stock, zerbricht ihn und will die Wolke damit erstechen. Dabei laufen sie allerdings offensichtlich durch den Enddarm von Berghausen und kommen dann beim... Sie kommen dann quasi beim Baum wieder raus und sind in der traurigsten Stadt der Welt. Oder wie ich sie nenne, Kinosaal während Trolls. Zu einer furchtbaren Neuinterpretation des genialen Clint Eastwood von den Gorillas lernen wir dann den traurigen Alltag der Bergens kennen und fragen uns eigentlich nur, wie viel derjenige, der das auf Drehbuchseiten gekotzt hat, wohl dafür bezahlt bekommen hat. Grizzle, der unerträgliche dicke Junge aus dem Vorspann, ist übrigens mittlerweile der König von Berghausen, sieht aber immer noch aus wie ein unerträglicher dicker kleiner Junge. Offensichtlich halten die Macher des Films das Publikum für so blöd, dass es nicht einmal versteht, dass Charaktere nach 20 Jahren etwas anders aussehen können. Grizzle liegt auf seinem Thron, umgeben von seinem treuen, bekifften Krokodil, dessen Augen ungefähr so rot sind, dass man befürchten könnte, drinnen spielt sich gerade der Angriff der Killertomaten ab. Aber auch die böse Köchin aus dem Vorspann kehrt zurück und bringt Grizzle die Trolls. Die übrigens, und ihr werdet ihr das an der Stelle nicht glauben, man auch singen. Ja. What the hell? Die Mistviecher sind in der Gefangenschaft. Man schafft's nicht einmal, alle Kanarienvögel in der Gefangenschaft zum Singen zu bringen und diese widerwärtigen Glitzer-Kuschelviecher singen in der grindigen Bauchtasche der grindigen Köchin der grindigen Bergens immer noch irgendwelche grindigen Leder. Und es ist wirklich der Moment, wo man hofft, dass man in seinem 5-Kilo-Kübel mindestens ein vergiftetes Popcorn hat. Und in dem Fall würde man sich einfach hinsetzen und schauen, es so schnell wie möglich zu beenden. Aber das Problem ist, die böse Uhr sagt einem Damn. Wir sind wahrscheinlich gerade mal bei der Hälfte des Films angekommen. Der Einzige, der sich über den Auftritt freut, ist natürlich Grizzle. Immerhin hat der noch nie einen Troll verspeist. Und die Köchin sagt dann zu ihm, ja, vor dem ersten Mal ist man immer nervös. Und während das Publikum an der Stelle verzweifelt versucht, nicht am Popcorn zu ersticken oder an dem eigenen Erbrochenen, wenn es realisiert, dass der Film eben mindestens noch eine halbe Stunde dauern wird, verspeist dann Grizzle vor den Augen von Poppy und Branch einen der gefangenen Trolls namens Creek.
Well, he's up Shit Creek now. Haha. Allerdings muss Grizzle dann ziemlich viel husten. Vielleicht erstickt er auch gerade an Assassin's Creek. Ich weiß es nicht. Das Einzige, das ich weiß, dass es für einen Charakter aus dem Film Trolls relativ wichtig ist, mindestens zweimal das Wort Ass in seinem Namen enthalten zu haben. Die restlichen Trolls werden eingesperrt in einen Käfig, dessen Stäbe übrigens natürlich so weit entfernt sind, dass sie sogar ohne den Bauch einzuziehen einfach wieder nach draußen marschieren könnten. Aber die Trolls sind, wie wir bereits schon gelernt haben, nicht die hellsten und vielleicht auch ein klein wenig masochistisch veranlagt, weil sie freuen sich dann offensichtlich schon in den Ausflug, auf ihren Ausflug in den Darmtrakt eines übergewichtigen Widerlings. Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum sie nicht einfach nach draußen gehen. Oder vielleicht sind sie einfach nur draufgekommen, dass sie in diesem Käfig nicht genügend Holz haben, um kleine Püppchen von sich zu schnitzen, bevor sie flüchten. Die Aufsicht über die Trolls bekommt übrigens Bridget Jones, die Küchengehilfin. Oder wie ich sie gerne genannt habe, das hässlichste Wesen, das mir im Kino jemals versucht hat, das Frühstück aus dem Magen wieder nach oben zu boxen. Bridget ist natürlich bis über beide ungewaschene Ohren in den König verliebt und ihre Traumsequenz, wie sie sich das Leben mit ihrem heißi putzi vorstellt, sieht ungefähr so aus, als wenn die Traumsequenz von Dumbo auf Drogen wäre. Auf schlechten Drogen. Denen, nach denen Alligator fragt, bevor er auf die Bühne geht. Poppy hätte übrigens statt singen lieber Metal Gear Solid spielen sollen, weil sie ungefähr mit der Unauffälligkeit von John Rambo durch Bridgets Zimmer herumrumpelt und dabei selbstverständlich entdeckt wird. Und natürlich, ihr werdet mir das jetzt nicht glauben, werden alle natürlich sofort Freunde und die Trolls versprechen Bridget, ihr zu einem Date mit Grizzle zu verhelfen. Und ich bitte euch ganz kurz um Entschuldigung, weil jetzt ist es für meinen Wagen wirklich zu spät. Entschuldigung. Vor allem, wie sie das machen, ist absoluter Wahnsinn. Die Trolls nisten sich auf ihrem ungewaschenen Kopf ein und machen aus ihren Trollhaaren eine Perücke, die aussieht, als wäre Lady Gaga in den Glitzertopf gefallen und nachher von den Chemtrails der Neon Cat vergiftet worden. Außerdem erfahren wir an der Stelle, warum Branch eigentlich nicht singt. Nicht, dass es uns wirklich interessiert hätte, aber wir erfahren es natürlich trotzdem. Er hatte nämlich einmal eine wunderschöne Stimme. So schön, dass sich seine Oma lieber von einem riesigen Bergen fressen hat lassen, als ihm noch länger zuhören zu müssen. Oder so ähnlich. Weil ich verstehe es, mir geht's nicht anders, wenn ich Mark Forster im Radio höre. Seit diesem tragischen Schicksalsschlag singt er nämlich gar nicht mehr und macht das Publikum damit so glücklich, dass ich am liebsten ehrlich gesagt mit Hammern auf noch mehr Trollomas einprügeln und sie in die ewigen Jagdgründe schicken möchte. Mit dem Trollhahn wird Bridget dann übrigens zu Lady Glitzerfunkel, aka Lady S. Tut uns wirklich wahnsinnig leid, aber uns ist echt nichts Besseres mehr eingefallen und spielt mit Grizzle bei einem Date eine Szene aus Xanadu nach und wir wären an der Stelle selbst bei Xanadu bei dem klassischen Never reference a better movie in the middle of your crappy one. Aber natürlich machen wir das Ganze nicht ohne vorher eine der klassischen, wir flüstern dir was in das Ohr, dass du dann komplett falsch aussprichst, Szenen auf das Publikum loszulassen, für die sich im Endeffekt dann sogar die Leute im benachbarten Kinosaal noch schämen müssten. Fremdschämen hat für mich übrigens an der Stelle gerade eine komplett neue Dimension erhalten. Weil ich geniere mich nicht nur für das, was Bridget Jones auf der Leinwand gerade macht, sondern auch für alle, die an dem Film mitgearbeitet haben und diesen dann ihren Familien zeigen müssen. Es wird ein trauriges Weihnachten an diesem Jahr. Die Küchenchefin brummt Bridget dann am kommenden Trollstag noch extra viel Arbeit auf, damit diese auf gar keinen Fall als Grizzles Partnerin auftreten kann. Nicht, dass ich irgendwie verstehe, warum das auch nur irgendjemand ansatzweise freiwillig machen würde, aber ganz ehrlich, Donald Trump hat immerhin auch eine Frau gefunden, die das definitiv ausschließlich aus Liebe und körperlicher Zuneigung macht und dabei definitiv keine irgendwie eigenen Interessen verfolgt. Aber Bridget wird auch am nächsten Tag leider keine Trollschokolade zum Frühstück bekommen und wirft sich deswegen weinend ins Bett. Ähnlich wahrscheinlich wie die Macher des Films, nachdem sie die Kritiken gelesen haben. Während der Tanz
Szene haben die Trolls übrigens erfahren, dass ihr Freund Creek doch noch am Leben ist. Poppy kriegt sich vor Freude gar nicht ein und will das Medaillon, in dem sich die kleine Notration verpackt worden ist, holen. In der, kann man übrigens fast sagen, einzigen unterhaltsamen Szene des Films mit dem einzigen guten Musikstück, was wohl oder übel daran liegen könnte, dass währenddessen keiner singt. Aber eines verstehe ich übrigens an der Stelle nicht und ich weiß, ich stelle ab und zu ganz gerne Fragen, aber manchmal drückt's mich einfach. Beispielsweise, Gristle wartet seit 20 Jahren auf seinen ersten Troll. Warum futtert er denn nicht einfach sofort hinein? In der Sekunde, in der ihn die Köchin gebracht hat. Ich hätte ihn wahrscheinlich sogar mit ihrer versifften Bauchtasche gefressen. Wurscht, einfach kropft und drin ist das Zeug. Aber nach dem Fund des Medaillons flüchten die Trolls dann in einem Rollschuh durch Gristles Schloss, verfolgt von Bongo Croc in einer Szene, die definitiv nicht mehr zu den Highlights des Films gehört. Ah, natürlich ist dann das Medaillon im Endeffekt leer und ihr werdet es mir wahrscheinlich auch an dieser Stelle wieder einmal nicht glauben, aber es ist wirklich ein Fall, wo man sagen muss, ja, the screenwriter went there. Creek ist nämlich kein guter. Er hat nämlich mit Gristle einen Pakt geschlossen, dass er ihm hilft, andere Trolls fressen zu können, wenn er dafür ihn am Leben erhält. Daher führt Creek die Bergen nach Trollhausen und lässt auch die anderen putzigen Glitterpupser einfangen, die sich das, möchte ich an der Stelle aber wirklich noch einmal betont haben, zu 100% verdient haben. Immerhin hatten sie nach dem Auftauchen der Köchin eine Filmstunde Zeit, sich ein neues Versteck zu suchen. Aber nein, stattdessen sind sie immer einfach noch dort geblieben, warten drauf, bis Poppys Klingel klingelt und kommen dann nach draußen wie die Lemminge auf der Suche nach Frischwasser und wundern sich dann, wenn die Bergen vor ihnen stehen. Immerhin hätte man vielleicht doch irgendwie einen vorschicken können oder zumindest nur unauffällig schauen können, aber nein, Gehirne dürften sich in den kleinen Frisurständern keinen Platz mehr haben, nehme ich an. Alle Trolls landen dann letztendlich in einem Kochtopf. Ohne Zutaten, wohlgemerkt. Langsam aber sicher beschleicht mich dann das Gefühl, dass die Köchin nicht die Beste der Welt ist. Weil auch vorher wollte sie Gristle Creek ganz einfach so in einen Taco reinstecken, ohne nix, nicht einmal kocht. Onyx. Am Anfang des Films hat sie zumindest einen überdimensionalen Flammenwerfer-Grill angeworfen. Die Bergen freuen sich offensichtlich trotzdem auf das geschmacklich erbärmlichste Mahl aller Zeiten. Aber den Trolls geht dann langsam aber sicher im wahrsten Sinne des Wortes die Puste aus. Echt? Das heißt, die müssen jetzt vielleicht sterben? Wirklich? Weil das wäre... das wäre schlimm. Moment, ich hab da hoffentlich irgendwo Sekt stehen, ich weiß es nicht. Wurscht, die Trolle sind auf jeden Fall so traurig, weil sie in dem Kochtopf sind, dass sie alle einfach ihre Farbe verlieren. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, sogar so ein erbärmlicher Dreck sieht in Schwarz-Weiß automatisch besser aus. Take that, Tom Sex. Aber wir können sicher nie erraten, wie es weitergeht. Es ist wirklich langsam echt schlimm. Natürlich verzaubert Mark Forster alle mit seiner wunderbaren Stimme. Die Trolls bekommen ihre Farbe zurück. Dafür rinnt sie dem Publikum langsam aus dem Gesicht, zusammen mit einer dickflüssigen Mischung aus Popcorn, Nachos und erschreckend alkoholarmen Erfrischungsgetränken. Bridget befreit die Trolls, die sich dann wieder auf ihren Kopf setzen und sie in Lady Glitzerfunkel. Was ist? Verwandelt. Bridget erklärt dann, dass Glück nicht essbar ist, woran man merkt, dass sie offensichtlich noch nie in einem Steakhouse war. Glück ist nicht essbar, ist, glaube ich, auch das Lebensmotto eines jeden Vegetariers. Du Schatz, was essen wir heute? Geröstete Blumen? Nicht schon wieder. Der Schlusskampf des Films übrigens, ihr werdet es nicht glauben, ist dann eine riesige Sing- und Tanzeinlage. Die Bösewichter werden aus der Stadt geschmissen und von irgendeinem Viech verdrückt. Ganz ehrlich, es ist mir wirklich schon egal. Poppy und Branch kommen, was für eine Überraschung, zusammen. Dann wird noch etwas gesungen und getanzt und dann startet der Abspann und... ganz ehrlich, es ist mir so wurscht, was passiert. Sollen sie meinetwegen die komplette Der Part
Karate-Trilogie jetzt im Abspann zeigen. Ich bin raus. Das Einzige, was mich an der Stelle fasziniert, ist, dass es tatsächlich so viele Leute gibt, die freiwillig ihren Namen unter diesen Dreck schreiben. Und dabei muss ich wirklich sagen, ich mag Animationsfilme. Aber ich hasse welche, die Fröhlichkeit mit Dummheit verwechseln und die ihr junges Publikum wie Vollidioten behandeln. Weil ja, ihr macht einen Film für Kinder, aber auch Kinder verfügen über so etwas wie ein Gehirn. Nein, sie sind wahrscheinlich nicht imstande, Stories wie Memento zu verkraften, aber ja, sie sind sicherlich imstande dazu, einfache, gut erzählte Geschichten zu verstehen. Weswegen im Übrigen auch Filme von Disney und Pixar wesentlich erfolgreicher sind, als es Trolls hoffentlich jemals sein wird. Trolls hat eine unfassliche Story, null Charakterzeichnung, ein Plotpoint ist blöder als der nächste, ein unerträgliches Stück animierter Mist, das ich noch lange Zeit verdauen werden muss. Und ganz ehrlich, ich brauche jetzt einmal einen Troll, damit ich wieder ansatzweise glücklich werden kann. Her mit euch als Viecher!